kann ruhig ein 5x7er sein, ist nicht weiter schlimm. Ach ja. Ja, und auch das ist ja immer, guck mal, das ist ja alles sehr relativ. Das ist ja jetzt hier meine Einschätzung. Das heißt ja nicht, dass das irgendwie die richtige Art ist oder sowas. Das ist meine persönliche Einschätzung. Also insofern, großes Zentrum, Epizentrum. Hey, Kreuzerchen ohne Ende. Und, oh, wir stehen hier außen. Okay. Spannend. Da könnte man natürlich mal so richtig hier hochdrücken, aber... Schwierige Entscheidung. Kann auch komplett in die Hose gehen. Weil man weiß ja immer nicht, wie es läuft, ne? Wenn plötzlich zwei DDs hier hochfahren und dann auch noch zwei Kreuzer mit Torps und dann... Nee. Kleines Müh. Ja. Also du musst hier einfach unglaublich viele Dinge im Auge behalten. Und deswegen, ich kann es immer nur sagen, Minimap, Minimap, Minimap. So groß es geht und immer nur nach Minimap schauen. Was tut sich, was entwickelt sich, wie kann es sich weiterentwickeln und sich dann entsprechend positionieren und versuchen auszuteilen. Oder halt auch mal einzustecken. Das macht ja auch mal Sinn. Fährt er mit der Omaha hier wirklich breitseitig längs? Autsch. Ja. Okay, sagen wir mal Treffer. Heißt ja nur Treffer. Heißt nicht Treffer versenkt. Na, Omaha. Meinst du, kommst weg? Gab es noch einen vierten durchgeschlagenen. So. Ja, und der zieht jetzt wahrscheinlich hier ein Stückchen hoch. Und ja, da ist der andere Omaha-Kollege. Von da drüben kommen. Ich glaube, hier ist genug. Ich muss mal drüben auf die andere Seite fahren. Na, Oma. Langsam. Ganz langsam und kuschelig vorne. Nö. Stehen geblieben. Und Minikase ist raus. Wieso ist die Minikase raus? Von der T22 rausgenommen. Na dann. Das wird schwierig. Wir haben schon drei verloren. Yay.
Piotre hier, dass der mir da keinen richtig beraten kann, wenn er will. Aber der Kotowski-Spieler kommt total gleichzeitig raus. Wollen wir mal zeigen, dass das nicht die richtige Art ist, ne? Ich sag ja immer auf die Minimap gucken. Gas geben. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Freund, ich komme hier nicht weg. Schon Gas gegeben. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Kester. Naja. Wow, ein Abpraller. Respekt. Der dreht total rein. Der dreht total raus. Und apropos raus, so viel dann auch zu unserem Iron Duke. So, auf der A-Linie, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, muss ich sagen. Ja, Tier 22 noch Full HP. Und wir haben hier drei Schlachtschiffe. Okay, wir haben hier zwei Schlachtschiffe. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. So. Durch den Kartenrand drehen wir am schnellsten. So. Einen Treffer. Yay. Einen Treffer. Naja, dann nehmen wir das mal so hin. Oh, T22 kommt. Ja, Ekester, ich schieße ja auf ihn. RNG sagt nur, ist nicht. Na, Iron Duke. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Problem gelöst. So, Oma hat die Tee rausgekriegt, alles klar. Dann ist jetzt so die Frage, wo ist der Nikolas? So, Iron Duke fährt angewinkelt. New York jetzt aber auch. Dann bleibe ich aber bei der Iron Duke. Obwohl, ne, ja, der wird nochmal wieder hochdrehen.
Tja, Kollegen. Oh, da ist der Nikolas. Bisby, hau ihn weg. Tja, unser König ist auch gleich raus. Und da ist das Spiel zu Ende. Tja. Tier 5. Da hast du es halt mit solchen Divis zu tun, die dann einfach so umeinander rumfahren, statt sinnvolle Dinge zu tun. Und aus dem Grund haben sie auch alle 45% und nicht 55%. Matt Rock, danke für den Follow, willkommen in der Familie. Das ist wirklich das Problem, dass die Divi-Spieler in so einer Divi nicht ihren Job machen. Würden sie es tun, hätten sie die Mitte gekappt, die anderen hätten es schwierig gehabt oder deutlich schwerer gehabt, überhaupt in die Mitte zu kommen. Die beiden Schlachtschiffe wären definitiv nicht in der Mitte durchgefahren. Das sind so viele Abhängigkeiten. Also das ist so eine Geschichte, dass man das wirklich schon ableiten kann.